Letzten Monat sollte ich eine Hausarbeit schreiben. Deswegen habe ich ja einen neuen Slam-Text geschrieben. Es geht um Musik und um Max Giesinger. Ich grenze das hier ganz bewusst voneinander ab. Der Text heißt Die höchste Eisenbahn und geht folgendermaßen. Es gibt immer das eine und das andere. Es gibt Eis mit Keksteig und es gibt Rosenkohl. Es gibt Sonne und es gibt Graupelschauer. Es gibt Wildcampen an der schottischen Küste im hohen Gras und es gibt All-Inclusive am Ballermann. Es gibt Stil und es gibt Segelschuhe. Es gibt diese eine Band, die du wirklich liebst und deren Melodien und Texte deine Seele berührt haben und zwar so sehr, dass du ihnen gestatten würdest, dich am offenen Herzen zu operieren, obwohl du weißt, dass sie alle Alkoholiker sind und mindestens zwei Geschlechtskrankheiten mit sich rumtragen. Und dann? Gibt es Max Giesinger, der wohl mal einen Weg lang lief, und dann lag da ein riesiger Haufen Scheiße und er dachte, ey krass, ich glaube, das wird mein neues Album. Was ist das? Und wenn die Leute samstags aufs Landjugendfest Motto Hawaii verzichten, um auf das Doppelkonzert von Glasperlenspiel und Max Giesinger für 51 Euro zu gehen, da habe ich jetzt dringenden Anlass, mir Gedanken zu machen. Der Typ neben mir an der Theke leiht etwas von Zeitgeist, dann knallt sein Kopf auf die Theke und er ist tot. Nein, Spaß. Er schläft nur. Ich glaube, seine Blumenkette im Hintergrund läuft 80 Millionen von Max Giesinger. Vielleicht kann man dem entgegenhalten, dass jede Musik ihre Berechtigung hat, wenn sie nur in der Lage ist, jemanden zu begeistern. Aber Alter, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ich könnte bessere Texte schreiben, wenn ich nur noch eine Gehirnhälfte hätte. Und ich bin jetzt schon dumm. Was mir Sorgen macht, ist der Anklang, sind die gefüllten Hallen, sind die Akteure, die überhaupt keinen Anreiz geben, irgendwas zu hinterfragen, ist die Masse von Leuten, die damit zufrieden sind. Es ist, als würden die sich über eine leere, aufgepustete Papiertüte freuen. Diese Shows sind ein Spektakel. Wahrscheinlich zahlt man 3/4 des Preises für den mit Blattgold bestrichenen Elefanten, den Helene Fischer während ihrer Trampolin-Choreografie auf der Nase balanciert. Es würde zumindest einiges erklären. Alles ist teuer und alles ist Hochglanz, alles glitzert und funkelt, die Bühne, Kostüme, eure Musik ist ein Fertiggericht auf einem Silbertablett. Ihr seid polierte Schaufensterpuppen. Aber selbst Helenes Lächeln kann nicht heller strahlen als der hochgereckte Ozean von Smartphones, deren Kameras dein Lied, Helene, einfangen, verbreiten und so sehr zerteilen, bis nichts davon bleibt als ein Hauch in der Cloud. Doch wenn sich mal ein Lied verbraucht, dann macht man halt ein neues. Ich lebe in einer Welt, in der erwachsene Menschen Cityroller fahren. Ich weiß nicht, was ich noch ertragen kann. Aber weit, weit weg, hinter den 7 Autobahnen und zeitversetzt vor vielen Jahren gab es einen Garten und ein Mädchen, das sich dort verlief und eine Hütte fand, die fürchterlich nach Qualm und alten Socken stank und dort begegnete sie einigen wilden, langhaarigen Jugendlichen, die von den Coolen sehr uncool gefunden wurden, obwohl die vermeintlich Coolen ja eigentlich meistens uncool waren und die vermeintlich Uncoolen cool, aber das wusste ja damals noch keiner und den Wilden war es auch egal, denn in der Hütte, wo sie saßen, mit den zotteligen Haaren vor vertrockneten Plakaten von Bands, von denen ich noch nie gehört habe, da waren sie glücklich und man könnte ihnen sagen, dass wer jedes Wochenende mit denselben stinkenden Gestalten in einem Gartenhaus sitzt, Schinkenschnaps trinkt und das zu Bands, von denen noch nie jemand gehört hat, vielleicht, ja nur vielleicht, sein Leben überdenken sollte. Aber sie würden dich auslachen, dir eine Dose Oetting an den Hals stecken und den Slayer-Schriftzug auf dein Augenlid tätowieren. Und ich rate dir, niemals dort einzuschlafen, aber das
war Urlaub vom kleinstädtischen Spießbürgertum und man hatte das Gefühl, freier atmen zu können, weil es hier mal für etwas anderes Leidenschaft gab als für Buchsbaumhecken und Datteln, nämlich für Musik und komplizierte Riffs auf ihren Luftgitarren spielen und jedes Mal, wenn betrunkener Onkel auf das gleiche vergilbte Poster zeigen und fragen, weißt du, wer das ist? Ja, das ist Cliff Burton. Weißt du, wie Cliff Burton starb? Ja, er ist unter dem Bus. Wir schreiben das Jahr 1986. Und dann erzählten sie mir zum 130. Mal von Cliff Burton und von der Tour in Schweden und dass die Band vorher nach Karten um die Plätze gespielt hatte und wie Cliff aus dem Fenster der Bus auf ihn drauf und irgendwann lagen sie sich alle in den Armen und heulten wie die Kinder. Musik ist das emotionale Abführmittel. Nach einer Trennung habe ich aus Versehen The Scientist von Coldplay gehört und 3 Tage lang geweint. Das ist lange her, da hat man wegen Coldplay noch aufrichtig geweint und nicht aus Fremdscham. Ich will sagen, Musik kann ich so unglaublich melancholisch machen. Einmal wollte ich mit einem ledernen Koffer in der Hand in einen Zug steigen und nach New York fahren. Einfach so. Und dann musste ich mich umsehen und merken, dass ich in Köln-Müngersdorf stehe und dass kein Zug nach New York fährt. Also ging ich heim, stieg in die Badewanne und drehte die Musik auf. Und dann muss man sich einfach nur vorstellen, in New York zu sein oder am Meer. Dann tosen die Wellen, es rauscht der Verkehr und dann scheißt dich eine Möwe an. Und du kommst wieder klar und sitzt in der Badewanne und das Tosen der Wellen ist nur der Abfluss, der dein lauwarmes Badewasser verschluckt und das Rauschen der Staubsauger eines zwanghaften Mitbewohners und da war auch keine Möwe, sondern eine Taube. Und bevor du dich fragen kannst, wie diese Taube in dein Badezimmer gekommen ist, drehst du einfach die Musik auf und vielleicht ist Musik der allergrößte Auslöser fürs Schwelgen und für Realitätsverlust. Aber in einer Welt, in der erwachsene Menschen Cityroller fahren und Helene Fischer mit einem goldenen Elefanten auf einem Trampolin springt, finde ich das gar nicht so schlimm. Super.